Lass uns gemeinsam ein Auge werfen in die Partitur des Divertimento in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, Kirchenverzeichnis 136. Zuerst mal die Satzreihenfolge, alles ganz normal, schnell, langsam, schnell, allegro, andante, presto, das sogenannte italienische Modell. Hier normal, später wird es anders. Es gibt aus dieser Zeit ein anderes Stück von Mozart, Il Sogno di Scipione. Und der erste Satz erinnert uns in seiner Stimmung irgendwie daran. Da gibt es eine Sopranarie als Nummer 2, Lieve sono al par del vento. Da ist die Glücksgöttin Fortuna, die dem Scipio erzählt, wie sie so drauf ist. Ziemlich heftig. Sie kann in einem Moment das eine tun, an einem Ort, und im nächsten Moment an einem ganz anderen Ort das genaue Gegenteil dessen. So ist sie. Dievenhaft, launisch, verrückt. Ich habe hier die Assoziation, dass das zusammengehört. Das ist auch launisch, auch verrückt, auch prätentiös, manchmal kokett. Und wenn wir uns auf dieses Gedankenexperiment einlassen, dieses vom Wind aufgepeitschten, dann hören wir vielleicht vom Wind aufgepeitschtes, brodelndes Wasser in Takt 3. Wir merken sofort, was Mozart gelernt hat in Italien im Unterricht bei Padre Martini in Bologna. Es ist die Kontrapunktik. Und Folge dessen ist, dass alle vier Stimmen, die ersten Geigen, die zweiten Geigen, die Bratschen und die Bassgruppe, eine ganz große Eigenständigkeit erreicht haben im Vergleich zum Frühwerk von Mozart. Nicht wahr? Man hört ja immer, Mozart sei der Meister der Melodien, keiner schreibt schönere Melodien, der Donnerblitzbub, dem vom Himmel direkt die Melodien in die Feder fließen. Aber Mozart ist viel mehr als das. Mozart ist der Meister der tiefen Dimensionen. Mozart ist der Meister der Mittelstimmen. MMM. Mozart, Meister der Mittelstimmen. Er könnte die Bratschen in Takt 3 auch in Achteln durchführen, so wie das die meisten anderen wahrscheinlich gemacht hätten. In Takt 4 wäre die harmonische Funktion auch erfüllt mit Fis, 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 Fis oder A, 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 A Ketten. Aber Mozart hat andere Pläne. Er macht einen langen Ton in die Bratschen, der spannt uns sozusagen auf die Folter. Und kurz danach werden die Bratschen dann aktiv, nehmen vorweg, was die Geigen danach spielen. Mozart, Meister der Mittelstimmen. Und zwei Takte später schon wieder Unregelmäßigkeiten. Statt der gepflegten Achtel gibt es in den Mittelstimmen Synkopen. Damals nannte man das Tempo Rubato. Wenn die Erde ins Wanken gerät, wenn die See aufgepeitscht ist, wenn die Seele in Bewegung gerät. Und dann kommt die Stelle, wegen der ich an diese Sopranarie denken muss. Lieve sono al par del vento, die Glücksgöttin Fortuna. Aber diese Figur, die wir da gehört haben, die hören wir jetzt nicht, wie wir es erwarten würden, in den ersten Geigen, sondern zuerst in den zweiten Geigen. Und dann geht es rüber auf die andere Seite zu den ersten Geigen, die das quasi imitieren. So wie Fortuna im einen Moment hier ist und im nächsten Moment wo ganz anders. Und dann geht es dort weiter mit 16. Kaskaden. Die zweiten Geigen hören zu und spielen weiter.
und damit wir wissen, wie wir uns fühlen sollen, darunter wieder haken in den Bratschen. Und um diese dievenhafte, launische Stimmung noch zu unterstützen, haben wir absolut verrückte Sprünge in den ersten Geigen. So ist unser Charakter. Auf eine Stelle möchte ich noch hinweisen im zweiten Teil des ersten Satzes. Plötzlich ändert sich die Stimmung und wir gehen nach D-Moll, die gleichnamige Tonart. Und D-Moll klingt immer ein bisschen nach Tod. Er wird knappe 20 Jahre später sein Requiem, seine Totenmesse in D-Moll schreiben. Wenn wir da hineinschauen auf diese Stelle, dann fällt uns zuerst die Begleitung wieder auf. Pizzicati in den Celli und den Bratschen. Das macht das Ganze fein und leicht. Und darüber Gemurmel in den zweiten Geigen. Soave sia il vento ist eines der wunderbarsten Ensemble-Szenen, die er in einem seiner Oper hier in Così fan tutte im Jahr 1790 geschrieben hat. Der Wind, er möge mild bleiben. Und danach hört sich diese Begleitung der zweiten Geigen auch an. Und darüber eine Melodie, die uns an Johann Sebastian Bach erinnert. Die Kunst der Fuge oder das musikalische Opfer. Verrückt, plötzlich diese dunkle, fast sakrale Kyrie Eleison-Farbe mitten in einem so fröhlichen D-Dur-Divertimento. Er möchte in dieser hellen Welt auch einen Schuss Dunkelheit einfügen. Verrückt, absolut toll. Eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere musikalische Welt. Und dann, als ob nichts gewesen wäre, hüpft er zurück in die Reprise, wo die Welt wieder in die normalen Schranken gerät. Wir kommen zum zweiten Satz, dem Andante, dem ruhigen, dem gehenden Satz. Aus seiner Litanei, Köchelverzeichnis 125, kennen wir das Panis Vivus, ein fromm andächtiges Stück, an das wir uns sofort erinnert fühlen. Also auch hier eine Stimmung, intim, voll andächtiger Schönheit. Nur zur Erinnerung, das, was wir jetzt hören, wird erst viel später zu den Anfängen der Klassik erklärt werden. Mozart sieht sich natürlich selber nicht als Klassiker. Mozart selber schreibt galante Musik, so wie man das von Palermo über Mailand, Wien, Paris bis nach London überall tut. Aber was für galante Musik! Galant mit wechselnden Paaren. Das normale Paar sind die beiden Geigen. In harmonischen Terzen werden die beiden geführt und Bratschen und Celli begleiten dazu. Herrlich galant. Aber wir werden sehen, Bratschen und zweite Geigen tun sich auch zusammen und schaffen neue Konstellationen. Und die ersten Geigen darüber wie ein Lichtstrahl, der sich öffnet und schließt und den Raum öffnet. Musik.
Papier, Meister der Mittelstimmen, Mozart, M, M, M. Dann kommt diese Basslinie eigentlich relativ normal. F, G, A, A, B. Und darüber eine tolle Melodie in den ersten Geigen, ausdrucksstark, sinnlich, dringlich. Und jeder andere hätte dazwischen eine normale, wahrscheinlich repetitive Begleitung gewählt, nicht aber Mozart. Er baut Kleinigkeiten ein, Sechzehntel in den zweiten Geigen, in den Bratschen sogar 32. Ich knie da nieder. Und dann so schön, fast delirisch sich empordrehen, die zweiten Geigen mit den ersten Geigen. Eine Figur und dann die gleiche Figur nochmal, einen Ton höher und dann mit den Bratschen gemeinsam das Ganze zum guten Ende führend. Herrlich. Wir kommen zum letzten Satz. Hurra! Wir erwarten, es ist schnell höchstwahrscheinlich und es geht bestimmt lautlos. Aber Mozart macht uns einen Strich durch die Rechnung. Aus Salzburg selber gibt es so gut wie keine schriftlichen Zeugnisse. Aber aus Paris, 5 Jahre später, gibt es einen Brief, in dem er uns Einblick gibt in sein musikalisches Denken. Während der Komposition der Pariser Sinfonie im letzten Satz wendet er das gleiche kompositorische Prinzip an. Überraschung. Erst leise, dann laut. Er wendet das gleiche Prinzip an wie hier im letzten Satz. Weil ich hörte, dass hier alle letzte Allegro, wie die ersten, mit allen Instrumenten zugleich und meistens unisono anfangen, so fing ich mit den zweiten Violinen allein Piano nur 8 Takt an. Darauf kam gleich ein Forte. Mithin machten die Zuhörer, wie ich's erwartete, beim Piano. Dann kam gleich das Forte. Sie, das Forte hören und die Hände zu klatschen, war eins. Für uns übersetzt: Alle spielen ganz leise, alle wundern sich, hören auf zu essen, hören auf sich zu unterhalten und dann alle hauen laut rein und das Volk jubelt. Das verfehlt seinen Effekt nie. Weder 1777 in Paris noch 1772 in Salzburg. Der letzte Satz ist also für die Party da. Der muss was hermachen, der muss knallen. Man kann sich förmlich eine Pantomime vorstellen, die sich hebt, die sich wieder schließt und die springt. Springtanz. Wenn einer die absolute Nummer 1 sein möchte, dann muss er Party können, aber am besten kann er Party so schreiben, dass auch die Kenner mit der Zunge schnalzen. Etwas kann absolut überwältigend sein und trotzdem nach den Regeln der höchsten Kunst gebaut sein. Genau das hatte er geübt, diese Regeln der höchsten Kunst, diese Kontrapunktik bei Padre Martini in Bologna. Mozart wollte bei allen Eindruck machen, bei den Kennern, die sich richtig auskennen, und bei den Eseln mit den langen Ohren, wie er schreibt, auch. Ein Divertimento, eins von dreien, eigentlich ein kleines Stück, aber was für eins, ein kleines musikalisches Wunder. Mozart ist Meister geworden, mit 16 Jahren.
Seine italienischen Pläne haben sich trotzdem nicht erfüllt und der Erzbischof blieb schwierig. Es hat ihm also nichts gebracht. Aber uns dafür. Danke. Hier geht's zum ganzen Stück. Viel Freude beim Hören und wir sehen uns live. Es gibt nichts Schöneres als live.